Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so Cocktails, die ich gerne zu speziellen Anlässen trinke, so als Ritual. An Silvester trinke ich immer ein Last Word, sozusagen als Abschlussstatement des Jahres. Es ist normalerweise mein letzter Drink im alten Jahr, bevor wir das neue dann mit einem Glas Champagner begrüßen. Jetzt ist bis Silvester noch ein bisschen hin, aber der Last Word schmeckt natürlich auch zu anderen Gelegenheiten und im heutigen Video erzähle ich euch, wo er herkommt, warum er ein vergessener Klassiker ist und ich zeige euch, wie man ihn zubereitet. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und der Last Word tauchte erstmals 1916 auf der Cocktailkarte des Detroit Athletic Clubs auf. Die kurz darauf startende Prohibition verhinderte dann aber wohl, dass der Drink überregional bekannt werden konnte. Und so findet er sich erst 1951 in einem Cocktailbuch namens Bottoms Up von Ted Saussure, einem Mitarbeiter des Waldorf Astoria Hotels in New York City. Dieser schreibt, er habe circa 30 Jahre vor Erscheinen seines Buchs durch einen Frank Fogerty von dem Drink erfahren. Fogerty wurde auch der Dublin Minstrel genannt und war ein sogenannter Monologue-Artist, heute würde man wohl sagen, ein Stand-up-Comedian. Der stammte aus New York City und war nachweisbar Ende 1916 im Detroit Athletic Club aufgetreten. Er hatte dort den Drink wohl kennengelernt und danach in New York City vorgestellt. Ein richtiger Renner wird der Drink aber auch nach der Erwähnung in Saussures Buch offensichtlich nicht, denn er findet keine weitere belegte Erwähnung und erst als Murray Stenson aus dem legendären Zigzag Café in Seattle den Drink im Jahr 2004 in eben jenem Buch entdeckt und auf die Karte nimmt, verbreitet sich der Last Word und wird so vom vergessenen zum wiederentdeckten Klassiker. Aufgrund dieser Geschichte wird er heute auch mehr mit Seattle als mit Detroit verbunden, was sicher auch daran liegt, dass Seattle den Beinamen Emerald City trägt, was Smaragdstadt heißt. Und unser Drink, wie ihr gleich sehen werdet, eine smaragdgrüne Farbe hat. Ein Großteil dieser Infos und viele weitere Stories zu vergessenen Klassikern hat Ted Haigh in seinem Buch Vintage Spirits and Forgotten Cocktails zusammengetragen. Hier ist es. Das Buch kann ich euch wirklich sehr empfehlen und den Link dazu findet ihr im Beschreibungstext des Videos. Ja, dann würde ich sagen, wir bereiten unseren Last Word zu. Der wird geshakt. Wir brauchen also den Shaker, zunächst die Oberseite. Wir brauchen einen Jigger in Unzen. Wir haben ja ein sogenanntes Equal Parts Rezept. Das heißt, wir werden von allen Zutaten die gleiche Menge verwenden. Da seid ihr dann auch ein bisschen frei, wie viel ihr dann eben in eurem Drink haben wollt. Ich mache jetzt das klassische Rezept. Das besteht aus jeweils einer Dreiviertel Unze pro Zutat. Das sind dann umgerechnet in Zentilitern 2,25 cl. Und wir beginnen mit dem Limettensaft. Weiter geht's dann mit dem Luxardo Maraschino, einem trockenen Kirschlikör, auch davon eine Dreiviertel Unze. Dazu kommt unser grüner Chartreuse, ein französischer Kräuterlikör mit besagter Dreiviertel Unze. Und dann unser Gin. Da empfehle ich euch einen etwas kräftigeren Gin, der ein bisschen über 40% hat. Ich habe jetzt hier den Botanist, der hat 46 Volumenprozente und auch davon nehmen wir eine Dreiviertel Unze. Jetzt nehmen wir die Unterseite des Shakers. Geben da ordentlich Eis rein. Ja, das reicht. Wir geben unsere Flüssigkeiten oben drauf. Wir verschließen den Shaker und das Ganze kriegt jetzt so circa 15 Sekunden. So, der Shaker ist eiskalt. Dann ist es die Flüssigkeit im Inneren auch.
Wir schnappen uns ein vorgekühltes Cocktailglas. Ich habe hier einen Nick and Nora. Wir nehmen den Hawthorns Trainer und den Fines Trainer und unseren Drink ins Glas ab. Als Garnitur bekommt der Drink eine aufgespießte Maraschino-Kirsche. Da ist noch ein Tropfen vom Sirup dran, den brauchen wir nicht. Voilà. Und dann habe ich hier für euch den smaragdgrünen Last Word. Ja, ich freue mich aufs Probieren. Man hat schon einige Aromen aus den Zutaten hier in der Luft und riecht. Ja, also zuerst die Limette, die Säure von der Limette. Dann kommen die Kräuter aus dem Chartreuse, direkt gefolgt von der sehr trockenen Süße vom Maraschino-Likör. Ja, und dann diese Botanicals, diese doch schon eher floralen Noten des Gins. Da ist es auch gut, dass wir hier einen mit 46% eingesetzt haben, weil der einfach noch so einen Gegenpunkt bildet. Das ist ein Drink mit einer ganz interessanten Balance, wenn er auch insgesamt sicherlich eher auf der herb-sauren Seite ist. Das Rezept, das Last Word, funktioniert prima als Template für eigene Abwandlungen. Man kann zum Beispiel einen anderen Fruchtsaft einsetzen, vielleicht statt Limettensaft Zitronensaft oder Grapefruitsaft verwenden. Man könnte den Kräuterlikör beispielsweise gegen einen Amaro austauschen oder den Fruchtlikör gegen einen Orangenlikör oder, was ich mir sehr gut vorstellen kann, den ebenfalls trockenen Mandarin Napoleon. Naja, und beim Gin sind natürlich auch andere Spirituosen denkbar. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Mezcal hier ganz interessant wäre. Naja, und so kann man dann ein bisschen rumspielen und seine ganz eigene Variation kreieren. Eine schöne, bekannte Variation ist der Final Ward von Barkeeper Phil Ward, der Zitronensaft einsetzt und einen Rye Whisky anstelle des Gins. Und der Dublin Minstrel genannte Twist mit Irish Whisky ist auch eine ganz interessante Version. Vielleicht mache ich die demnächst mal und verlinke sie euch dann hier oben. Ja, für heute hoffe ich sehr, das Video hat euch gefallen. Dann wäre es toll, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Im Abspann verlinke ich euch jetzt noch unsere Playlist mit anderen vergessenen Klassikern. Für heute sage ich danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Tschüss.